Ja, da sind wir wieder zurück. Ja. Elias stirbt erstmal. Nee. Nicht. Schade. Ja, B, um heilige Kraft zu nutzen. Danke, dass du mir sagst, dass ich nichts gemacht habe. Hey, du kannst mit Kreuzens rumballern. Ja, ich weiß. Da hätte man sich vielleicht irgendwie was Cooleres ausdenken können. Was weiß ich, Silber, eine Armbrust mit Silberpfeil oder was weiß ich. Wie wäre es mit so unscheinbaren Lichtpunkten, die rumfliegen, anstatt. Weiß ich nicht, mein Gott, das sind die Jesuskreuze, die du schießt. Ja, Mann, ich bin halt der heilige Shooter-Man. Frisst ja. Jesuskreuze! Yeah! Ja, aber er ist doch, hat er sein Geduld nicht gebrochen? Und dann ballert er mit Jesuskreuzen. Ja, weil er immer noch hier an sich ein heiliger Mensch ist, der halt vom rechten Weg abgekommen ist, aber er war doch auf dem rechten Weg, glaube ich. Den alten Samstag. Ja, aber er wusste es ja, aber trotzdem kannst du ja sündigen. Auch wenn ich dir sage, du darfst übrigens offiziell jetzt Frauen vergewaltigen. Ah! Heißt ja noch lange nicht, dass das, wenn du es machst, trotzdem jetzt keine Scheiße ist. Also, weiß ich nicht. Nur weil der Boden direkt wird, macht so solch homoerotischen Geräuschen. Ah! Na, ich dachte gerade, ich krach da runter. Weil beim ersten Mal durchspielen bin ich an der Stelle ungefähr 30 Mal gestorben, weil ich immer mich falsch positioniert habe und mit dem Boden weggekracht bin und es mal zu spät realisiert habe, dass ich die Plattform mal verlassen sollte. Aber beim Laufen über dieses Kreuz bin ich dann das letzte Mal gestorben. Ja, genau deswegen! 60 Frames in Sekunde. Also, weiß nicht, aber die Zwischensequenzen finde ich sind schon ziemlich geil an sich inszeniert. Yeah. War schon gut alles bis jetzt, hier muss man ja wirklich sagen, auch wenn diese Kreuze da von fragwürdiger... Ja, das hat mir erst das... Ist das Spiel, man hat so kleine Kleinkinderfehler wieder, aber das... Weiß ich, finde ich, kann man bei einem Spiel, was aber sonst... Jetzt für ein Hack and Slay auch, finde ich, ein relativ spaßiges Kampfsystem hat, also... Ja, also... Wenn man Hack and Slay spielt, bäm, haust ihn und fresse hier diesen komischen, untoten, willenlosen, kleinen Wichsern hier. Ja, so ähnlich sieht das auch aus, wenn ich den untoten kämpfen würde. Meinst du nicht auch? Ja, bei mir zumindest. Also ich mach's ja regelmäßig. Ich hab jetzt schon den Tod ungefähr 30 Mal getötet, auch im realen Leben. Oh Gott, die Walze kommt hinten her! Ich musste besser spielen! Ja! Oh, guck, wie schnell sie auf einmal kam. Jo. Ja, ich hab Seelen bekommen. Ja, ich mag Seelen. Ob das vielleicht Dantes Fehler war, immer diese Runde kaputt zu machen, weil das dann unheilig ist. Nee, er entzieht ja dann die Kraft. Oh. Ach ja, neuer. Das ist jetzt so ein kleines Gift für Gegner halt hier. Die sind halt nicht besiegbar. Kann ich ja mal zeigen. Na los, komm. Das sind halt so Feuergeister, ja, wie man sieht, die kommen einfach, die kann man so nicht töten. Heißt, muss mit der heiligen Energie erstmal quasi löschen. Wieso setzt die Feuerwehr sowas an? Hä? Wieso hat die Feuerwehr nicht diese Möglichkeit mit heiliger Energie dort? Ja, weil Gott einfach nur Dante sowas gibt. Einfach mit einem guten Hüftstoß und einem draufgenähten, auf die Brust draufgenähten Kreuz. Einfach mal ein paar Gebäude löschen, so. World Trade Center direkt werden können, so. Und du siehst einfach mit dem Hüftschuss, bam, 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 ja. Ein paar heilige Kreuze. Wow, wir haben 90er kommen, 94er, 95! Oh mein Gott, Kombo. Hey, 138, mal gucken, wie weit ich es hier ausbauen kann. Tante! Oh, 166. Tante! Weil es geht hier halt, dass er eine Tante entfernen und der Hölle mal wieder besuchen möchte im Spiel. Jo. Das hat genau nicht. Tante entfernen. Oh, so offensichtlich muss man wohl auch nicht mehr erklären, wie wird. Na gut, ja. Ach, was ist das denn rechts? Da unten ist. Der Pfarrer Schinkenbrot. Ja, das Riesentor, dachte ich mir so. Achso, das Riesentor. Das ist das Tor zur Hölle? Glaub schon. Also, das Tor zur Vorhölle. Achso, Tor zur Vorhölle.
Da sind dafür doch auch ein recht stattliches Tor. Aber eigentlich irgendwie und auch nicht. Ne? Wenn man überlegt, dass wirklich 50% der westlichen Welt auf einmal durchpassen müssen, falls hier irgendwie mal ein paar Atombomben reinkommen, muss man schon überlegen. Eigentlich nicht das richtig. Sei gnädig, was auch immer du bist. Eine Dame rief. Ich flehte sie an, meine Gebieterin zu werden. Beatrice! Mein Liebster, sie schwor, den rechten Weg wohl leider verlor. Helft ihm, Vergil, auf dass er zu mir komme. Ich bin Beatrice. Und wenn vor meinen Herrn ich trete, werde ich euch preisen. Dichter, ich flehe euch an. Gebt mir Kraft. Ich will ihr dieses Los ersparen, egal um welchen Preis. Ja, Magie gibt's auch und die packe ich hier nach unten, weil ich es schon immer so hatte. Jetzt habe ich die Kraft des Eises. Und hier ist mit dem Keimverseuchtes, wie heißt das? Taufwasser. Gab's ja auch wieder mal einen Skandal. Katholiken liefern das ja extra teilweise aus Rom dann an. Das war dann wohl schon so gammelig. Und zack! So, habt ihr so einen Zauber mal gesehen? Das finde ich geht auch schlechter, so die Animation dieses Zaubers. Ich hoffe, dass ich das nicht verkacke, weil ich eigentlich überhaupt kein Hack-and-Slay-Spieler bin, weil ich das Spiel geil fand. Die Wand knackt! Was immer denn da ist, bleibt da! Herein, wenn es kein riesenfettes Monster ist! Oh, Überraschung. Das freut man sich doch. Kommen ja einfach diesen Dödel da oben drauf weg und einfach. Das Design ist schon geil, muss man mal sagen. Ne? Aua! So, ich mache jetzt hier mal den Teil hier zeigen. Zu der Rage Mode. So, in der Zeit kann ich dann halt nicht weggebamst, glaube ich, werden. Ja, genau. Nur nehmen weniger Schaden. Ist halt ganz praktisch hier gegen so welche. Weil man da nicht ganz einfach von Attacken ausweichen muss. Ich weiß, ich versau damit eigentlich so bis. Oh, Rage Mode ist vorbei. Aua. Na gut, dann bekämpfe ich jetzt so, wie man ihn bekämpfen soll. Immer schön wegrollen, wenn er. Aua, mir auf den Kopf treten will. Oh. Quick Time Event. Zack. Mit der Macht von Grayskull! Oh. Bam! Nett, nett. Der hat sich, glaube ich, seine Arbeitszeit anders vorgestellt. Ja, schon. Aber das Viech hier, glaube ich, auch. Hey! Jetzt stellt sich nicht vor. Das ist dumm. So ähnlich wie ein Tier. Vielleicht noch etwas klüger hier, das Tier. Ne? Ja. Weil immerhin kann ich auf zwei Beinen laufen, ja. Ist ja nicht so, als wäre ich irgendwie mit dem Skinny-Carry oder so. Lucky kann auch nicht auf zwei Beinen laufen, trotzdem mag ich sie. Ja, er ist ganz gut. Das Viech ist auch süß. Ja. Du kannst ja eins halten. Das sind wir erstmal eine Wohnung dafür. Mach ich. Leute, also, abonniert uns, favorisiert uns, wir müssen YouTube-Partner werden, ich muss Geld verdienen, ich muss mir so ein Viech halten können. Ja, ist mir egal, ich baue mir notfalls eine Villa, ich möchte mir so ein Viech halten. Nur deswegen müssen wir jetzt unbedingt YouTube-Partner werden, deswegen müssen wir uns alle abonnieren. Ja, naja, und dann am Ende machen wir sogar mal ein Video mit dem. Ja genau, dann kommt das Knuffelbocktier dann so, wie ich es am Kind kraule und es versucht mir die Kehle aufzubeißen, aber es ist trotzdem süßes Viech. Erwischt es einfach den gesamten Körper. Naja! Das hört man nur noch so den verblühten Körper an. Das ist so süß! So gedämpft. Hier, halte ich dann so ein Leckerli. Ich hab ein Leckerli für dich! Oh, mein Arm ist ab! Aber es ist ja so süß! Und Dante springt waghalsig sich hinterher. Doch wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Mit Hilfe von Hügel. Ich hatte bitte Movie-Star. Qualmt schon beim Runterfallen. Scheint wohl Raucher zu sein. Oder er ist so schnell geworden, dass er angefangen hat zu glühen. Dann hätte sein Blut aber angefangen zu kochen. Ja, aber dann muss das ja nicht alles so überdrücklich nehmen. Ich meine, er ist doch eh in der Hölle.
Ja, er ist ja sowieso geiler als der Tod. Hat man ja gesehen. Jo, hier sind sozusagen die Kletterpassage. Achtet mal drauf. In dieser komischen Schicht, in der man klettert, sind auch irgendwie welche Viecher drin. Ja, hier ist sozusagen das leicht versteckteste Secret im Spiel. Damit man es auch mal kriegen, wenn man nicht so kommt. Achte mal jetzt hier auf dem Hintergrund, da auf dem Fels, das Gesicht da oben. Siehst du das? Ja, klar. Ist geil, oder? Mit den ganzen Leichen oder was auch immer. Das ist schon geil gemacht, muss man sagen. Ja, genau. Aber ich glaube nicht, dass es im Mittelalter so viele Menschen, die gleichzeitig gestorben sind, gab. Ja, aber das ist schon irgendwie geil. Ja, hier, den sprechen wir mal an. Hinabgestiegen in die Welt der Blinden. Guck mal, diese Totenrutschen damit, man. Das ist bestimmt geil. Denn an diese Schule des Fuß Acheron wirst finden. Von der Erdoberfläche bis in die tiefste Hölle. Es ist los, dem Weg zu folgen, zu Charons Floß. Ja, der Dichter hier, der gibt einen dann mal Tipps, wenn man anspricht, ist aber optional. Ich habe mich entschlossen, mich jetzt aber trotzdem tun. Damit ich drüber quatschen kann. Ja, nicht nur deswegen. Einfach damit wir in dem Moment Dario halt muten können. Ein Mikrofon. Hm? Weit über ein Mikrofon. Ja. Ich bringe euch zu der Stadt der Schmerzen. Zu ewiglicher Bitternis. Lasst alle Hoffnung fahren. Allen verloren.